Hallo zusammen, ich bin Thierry, ich bin Polymechaniker im dritten Lehrjahr bei der HAWA und ihr bekommt heute einen kleinen Einblick in meinen Arbeitsalltag. Kommt doch mit! Die Aufgaben des Polymechanikers sind hauptsächlich Metall- und auch Kunststoffarbeiten. Die ersten zwei Lehrjahre liegt der Schwerpunkt auf konventioneller Fertigung der Teile, nachher im dritten und vierten auf der CNC-Fertigung. Der Beruf Polymechaniker ist sehr vielfältig und bei der HAWA bekommt man eine sehr umfangreiche Ausbildung, wo man alle Seiten des Berufs zu sehen bekommt. Was mir persönlich sehr gefällt bei der HAWA ist der familiäre und freundliche Umgang mit den Mitarbeitern. Was man sicherlich mitbringen muss als Lehrling ist technisches Verständnis, wie zum Beispiel das 3D-Vorstellungsvermögen. Gute Leistungen in der Schule in Mathe, Physik und Geometrie werden erwartet. Außerdem ist handwerkliches Geschick und Freude am Arbeiten mit Metall sehr wichtig. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen. Wenn es euch gefallen hat, bewerbt euch doch unbedingt. Und vielleicht bis bald. Tschüss!